Wir werden heute ein Team aus Weltrekordhaltern bauen. Wer hat die meisten Tore geschossen? Wer hat das schnellste Tor geschossen? Wir werden es heute rausfinden und ein ganzes Team aus Weltrekordhaltern bauen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann geht ihr rein ins Video in 3, 2, 1, let's go. Wir sind in FIFA 22 angekommen. Unser Team ist leer und das füllen wir jetzt ganz schnell mit ein paar weltrekordverdächtigen Spielern. Cristiano Ronaldo, Messi, ich glaube, die werden wir auf jeden Fall sehen. Aber da gibt es natürlich auch noch einige andere Kandidaten mit ein paar richtig geilen Weltrekorden. Und das schauen wir uns an, und zwar durch das Video von Soccer Stories. Und ich würde sagen, wir starten rein. Ever wonder what Lionel Messi has in common with Nicolas Bettner? You're about to find out. Because these are just two names on our list of 12 footballers who have broken a Guinness World Alles klar, Record. 12 Fußballer. Cristiano Ronaldo, More international goals than anyone else. Okay, more die meisten internationalen Tore, Champions League Tore, La Liga, penalties La Liga Elfmeter, alles klar. All He's also the most liked man on Facebook, Facebook and the most followed person on Instagram. Alles klar. Ronaldo, erster Spieler in unserem Team, denn der hat wirklich einige Rekorde gebrochen. Schön, da ist er, Foot Birthday Ronaldo. Ich glaube, ich habe den Weltrekord für, ja, am häufigsten erwähnt, einen Spieler in FIFA 22 als First Owner zu haben. Aber ich habe halt First Owner, Cristiano Ronaldo. Willkommen im Team, mein Bester. Mal wieder. Anything Cristiano so, can do, wir machen weiter. Lionel can do just as well, Messi. And with less fanfare. Unlike his Portuguese nemesis, Messi lets his football do the talking, which is perhaps why he holds the record for the most goals scored in a calendar year. Okay, die meisten Tore in einem Kalenderjahr. 91 Tore. Has more La Liga assists than any other player and has won more Ballon d'Or crowns than anyone ever. Amen. Nicht schlecht. Ja, muss man schon sagen, Messi ist natürlich neben Ronaldo auch ein Rekordverdächtig. Nicht nur verdächtig, er ist ein rekordhaltender Spieler und deswegen holen wir uns Lionel Messi fürs Team. Let's go. Und weil wir uns vor kurzem erst ein Team of the Year in einem Video geholt haben, holen wir uns heute mal den Team of the Season. Messi, natürlich kommt er nicht in den Verein, sondern ins Team. Rechter Flügel, die Karte sieht auch sehr, sehr nice aus. Und damit haben wir Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bereits im Team. Also es kann eigentlich nicht mehr besser werden. Wir schauen uns an, wer ist der nächste Rekordhalter. Lewandowski ist another player Lewandowski, who likes to produce superhuman Jungs. Numbers. And none are more impressive than that time in 2015, when he scored 5 goals in 9 minutes for Bayern. Das war legendär. He did it as a substitute. Das wusste ich schon gar nicht mehr. 4 Guinness World Records simultaneously. As well as being the best goal-scoring performance by a player coming off the bench in the Bundesliga, it was also the fastest 3, 4, and 5 goal hauls in the history of the division. Lewandowski also holds the record for the Bundesliga's longest uninterrupted scoring streak. His 11-game run in 2019 puts him in the esteemed company of Argentina's Gabriel Batistuta. Alles klar, ihr habt's gehört, Lewandowski hat auch den ein oder anderen Rekord gebrochen und deswegen kommt er rein in unser Team. Hey Jungs, und wie cool ist das bitte? Wir haben Ronaldo First Owner bereits im Team und jetzt darf ich auch noch meinen Team of the Year First Owner oder meinen Team of the Season First Owner Lewandowski reinstellen. Ich hab sie beide, Jungs, ich hab sie beide. Und komm, den Team of the Year habe ich schon so oft gespielt. Wir gehen heute mal mit dem Team of the Season Lewandowski mit 5-Star Weakfoot. Der wird sich neben dem guten Messi wohlfühlen, da bin ich mir sicher. Weiter geht's. Ederson, okay. Da haben wir unseren Torhüter, Männer. Richtig. Wait for it, the world's longest dropkick. Der weiteste Dropkick, okay. To launch the ball a whopping 82.4 yards at the Etihad campus in 2018. Wartet mal kurz, Jungs. Wie weit ist denn das in Meter? Ganze 75,34 Meter hat Ederson also einen Dropkick rausgeballert und damit sich den Rekord geholt. Let's go. Damit steht unser Keeper. Ederson hat leider keine Special Card in FIFA 22 erhalten. Aber Hauptsache, wir haben einen Torwart. Das ist wichtig. Weiter geht's. Dele Alli. He record for the most consecutive games spent on the Tottenham bench. He actually holds the record for... The most nutmegs in 30 Die meisten Tunnler in 30 Sekunden, okay, gegen Nkudu 2017. Through his colleague's legs 8 times in 30 seconds. Alles klar. 8-mal in 30 Sekunden getunnelt. Ich glaube, das war im Training. Aber
8 Mal in 30 Sekunden. Dele Alli, willkommen im Team, mein Bester. Und ich habe glücklicherweise seine Flashback-Karte zum Team of the Season abgeschlossen. Der sieht sehr, sehr geil aus. Du kannst ihn gefühlt auch überall zocken. Könnten wir, wenn wir keine Verteidiger bekommen, auch theoretisch als ZDM zocken. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, das Team. Also da sind wirklich ein paar geile Typen am Start. Wer wird der Nächste sein? So, weiter geht's. Sadio Mané, den Spieler vorher gab's nicht in FIFA, deswegen lasse ich den raus. But back when he was a Southampton player, Sadio was the man. And that was never truer than on the 16th of May 2015, when he broke Robbie Fowler's 21-year record. 2015, der schnellste Premier League Hattrick. 176 Sekunden? Sehr, sehr geil. Und mittlerweile spielt er für den FC Bayern München. Wir holen uns Sadio Mané in unser FIFA 22 Team für den schnellsten Premier League Hattrick aller Zeiten. Und dann lassen wir uns natürlich nicht lumpen und holen uns den Team of the Season, Sadio Mané. Let's go. Was eine Karte, Junge. Ich habe den auch in FIFA 17 immer als Sub gespielt. Da ging der so ab. Da hatte der auf seiner Once-to-Watch-Karte auch 99 Tempo. Hat alles damals schon wegrasiert. Jetzt sehen wir ihn ab der nächsten Saison beim FC Bayern München in der Bundesliga. Hab richtig Bock auf den Kollegen. Und ja, hat auch eine saugeile FIFA-Karte. Sehr, sehr nice. So, weiter geht's. Bendtner. Okay, den gibt's auch nicht in FIFA. Aber das schnellste Tor als Einwechselspieler der Premier League. 6 Sekunden, wie geht sowas? Alles klar, Lord Bendtner hat das schnellste Einwechseltor aller Zeiten der Premier League geschossen. Der Bendtner, auch eine absolute Maschine, gibt's leider auch nicht in FIFA und er hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Bester Mann. So, weiter geht's. Howard gab's auch nicht in FIFA, glaube ich, deswegen Rooney und Tim Cahill. Okay, was haben die abgerissen? The most consecutive appearances on the cover of FIFA. Sie waren am häufigsten auf dem FIFA-Cover hintereinander von 6 bis 12 Rooney und Cahill von 10 bis 16 in Australien. Alles klar. Coole Sache. Wir haben ja erst vor ein, zwei Tagen 11 FIFA-Cover unser Team entscheiden lassen und Rooney war da wohl in England oder allgemein in den Covern, also außerhalb von Deutschland, am häufigsten hintereinander drauf. Also Rooney und Cahill ab ins Team. Let's go. Da ist er. Tim Cahill Nummer 1. Passt eigentlich auch gar nicht mehr so richtig gut rein hier ins Team. Und dann holen wir uns noch Wayne Rooney für 324.000 Münzen. Also das Team besteht bis jetzt eigentlich fast nur aus Angreifern. Wir brauchen Verteidiger, Alter. So, weiter geht's. Casillas. Digga, wir brauchen doch keinen zweiten Torwart. Was hat er gemacht, der Mann? Casillas actually holds the record for the most goals scored from the halfway line. What? The Spaniard managed to score 11 times in 60 seconds. Ach so, okay. Wow, Digga, was sind das denn für Rekorde? Im chinesischen Fernsehen hat er Ich komme hier komplett durcheinander, aber Digga, was sind denn das für Rekorde? Was ist denn das für ein Video? Alles klar, Casillas hat die meisten Tore von der Mittelfeldlinie geschossen in unter 11 Sekunden. Nice! Okay, hier kommen jetzt noch ein paar andere Spieler. Vielleicht kriegen wir unser Team noch voll, ohne Casillas aufstellen zu müssen. Like former England and Arsenal goalkeeper David Seaman. Seaman? Den gab's mal als Legende auf der Xbox. Or how about Tottenham's Ryan Sessegnon? Okay, Sessegnon, den gibt's. Ein Verteidiger. Ach du Heilige. 7,75 Sekunden hat der Mann gebraucht, um beide Pfosten zu treffen. Alter. Das ist ein geiler Rekord. Willkommen im Team. Boom, Sessegnon, komm rein hier, mein Bester. Sehr schön. And of course, we can't finish up without mentioning Bilbao's Iñaki Williams. Oh, Iñaki Williams, der Rekord ist heftig. Die meisten aufeinanderfolgenden Spiele, 203 Spiele am Stück, über 5 Jahre hat der Mann durchgespielt. Das ist richtig böse. Und deswegen muss der Kollege natürlich auch rein in unser Team. Iñaki Williams passt auch gar nicht rein, aber hier passt sowieso nichts mehr zusammen, aber egal. Du hattest mich nach dem Hallo. There is every chance you've never okay, shown Jung Samuelsson ist der letzte Spieler. Breaking the record for the world's longest headed goal in a competitive game. Der längste Kopfball, 63 Yards. Das müssten um die 70, 55 Meter sein? Alles klar, der hat aus der eigenen Hälfte ein Kopfballtor geschossen? Weiß ich jetzt nicht, ob ich das glauben soll, aber wir schauen mal, ob es den überhaupt in FIFA gibt. Nein, den Kollegen gibt es natürlich nicht in FIFA. Deswegen holen wir uns einen anderen Rekordholder und zwar
Marvin Ducksch für die meisten Werder-Tore in der Saison 2021-2022. Der passt hier perfekt rein ins Team und damit steht unser Weltrekord-Team in FIFA 22 auf jeden Fall. Absolute Maschinen. Ich schau mal, ob man das noch irgendwie umstellen kann. Ja gut, ein bisschen Chemie noch rausgeholt. 65 Chemie, sei es drum, wir zocken damit eine Runde. Ich denke, damit werden wir absolut nichts reißen, aber egal. Rein ins Spiel. Okay, let's go. Das sieht jetzt nicht so leicht aus. Bruder, das wäre direkt ein Weltrekord-Longshot gewesen. Boah, Robert Lewandowski auf Ronaldo, auf Sadio Mané. Oh oh, nicht gut, nicht gut. Iñaki Williams, der beste Verteidiger aller Zeiten. Was ist das denn? Oh mein Gott. Und dann fälscht der ausgerechnet das Ding perfekt ab. Also ganz ehrlich, Jungs, mit dem Team werden wir heute keine Weltrekorde mehr brechen. Jungs, ich würde sagen, unsere Jagd, einen Weltrekord zu brechen. Wir verschieben es auf einen anderen Tag. Es ist ohne Sinn, mit dem Team zu zocken, mit 11 Stürmern gefühlt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen mit den ganzen Weltrekorden von den Spielern. War auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was die so gerissen haben. Aber du kannst damit nicht zocken, Jungs. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.